Guten Morgen aus Malaysia. Hallo. Heute gibt es wieder Heimat- und Sachgeschichten mit Travel Graver. Für uns geht es jetzt weiter nach Vietnam. Und wir feiern Silvester auf einem Festival, auf dem Episode Festival. Und da nehmen wir euch jetzt mit, ob sich das Festival überhaupt lohnt. Ja. So, ich zeige euch jetzt unsere Terrasse, bevor wir euch aufs Festival mitnehmen. Ihr seht ja einmal unsere Terrasse hier in Phu Quoc. Super geil, wir haben einen eigenen Strand. Der eigene Strand besteht allerdings aus Betonklötzen. Das ist ein bisschen doof und Müll. Aber wir haben ein bisschen Sand hier hingeschüttet bekommen. Das ist echt cool und man hat einen wunderschönen Blick über den Hafen. Und jetzt geht's gleich aufs Episode Festival zum Neujahrsrave. Das ist übrigens die Straße, in der wir untergekommen sind. Und in wenigen Sekunden sollte hoffentlich unser Grab auftauchen. Das funktioniert hier tatsächlich nicht sonderlich gut. Das erste Mal, dass wir das tatsächlich in Asien sagen müssen. Aber wenn er jetzt auftaucht, dann geht's direkt los zum Festival und wir sind schon gespannt. Wir nähern uns dem Festivalgelände. Man sieht, die Sonne geht gerade unter. Es ist kurz nach 6 Uhr. Heute ist Silvester, entsprechend der 31. Dezember. Und ja, jetzt sind wir zum ersten Mal hier. Es gibt wohl Armbänder mit einem Tokensystem. Und Tickets haben wir vorher schon. Genau, für ein 3-Tage-Ticket haben wir jetzt 109 Euro gezahlt. Also, wir haben es aber auch im allerersten Vorverkauf gekauft. Die Preise, wenn man sie last minute kauft, sind glaube ich 68 Euro pro Ticket für einen Tag. Das ist der Ticket-Counter. Hier ist die Information. Man bekommt seine Wristbands und es gibt hier auch noch die Abendkasse. Schauen wir mal, ob wir unsere Tickets kriegen. Die haben meinen Geldbeutel komplett durchsucht, ob ich nicht irgendwelche Pillen mitnehme. Ja. Schaut aus wie ein Pillen-Junkie oder was? Bei mir haben sie die halbe Tasche aber gar nicht angeguckt. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe eine Schere dabei. Also kann so. Hier sind wir herin. Hier sieht es noch nicht so viel los. Was aber hier stand neben mir, packt sich mal die Kamera. Da kann man die Tokens aufladen. Tokens gibt es Gin Tonic im Gegenzug. Also viele Tokens aufladen bedeutet viel Gin Tonic. Eine Cola zum Beispiel kostet 1 Token, ein Gin Tonic kostet 3 Token, ein Token ist sogar 2 Euro wert. Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen aufgeladen. Es gibt hier eine Bar, es gibt mehrere Bühnen, ist allerdings gerade nur auf der Hauptbühne was los. Und es sind auch noch so ein bisschen Ausstellungen, die werden wir uns gleich mal angucken. Jetzt sind wir im Concept Market. Hier kann man Souvenirs und Klamotten kaufen und sich auch herrichten lassen. Auch wieder so schön aus Bambus geflochten. Heute haben wir noch gar nicht so lange durchgehalten. Wir heben uns noch ein bisschen Energie für die nächsten 2 Tage auf. Ja, wie war's? Cool. Wir hatten uns ein bisschen mehr erwartet, so Richtung Silvester. Die hatten den Countdown von genau 3 Sekunden und danach ging es weiter wie vorher.
geile Lasershow, aber halt nicht irgendwie so um Mitternacht besondere Lasershow. Also, die haben dann die Laserfarbe geändert, aber was halt nicht so Silvester. Okay, aber cool. Kurz nach Mitternacht wurden dann auch die zwei weiteren Bühnen geöffnet, also hat sich dann auch ein bisschen besser verteilt. Ja, und morgen geht's weiter. Ein neuer Tag, eine neue Frisur für Martini. Yes. Heute geht's zum zweiten Mal aufs Episode Festival und euch nehmen wir natürlich wieder mit. Wir waren jetzt gestern auf dem Episode Festival, haben dort Silvester reingefeiert und heute gehen wir jetzt den zweiten Tag aufs Episode Festival. Was uns gestern auf dem Festival aufgefallen ist, es gibt ein, zwei Sachen, die ein bisschen störend sind. Das ist einmal, wenn ich einen Plastikbecher habe, also es gibt keine Glasflaschen, es gibt keine Plastikflaschen auf dem Festival. Man muss also einen Pfandbecher nehmen. Dieser Pfandbecher kostet einen Token, das sind umgerechnet 2 Euro. 2 Euro, genau. Ja, und man kann diesen Plastikbecher nur gegen einen neuen Drink eintauschen, aber nicht an den Bars zurückgeben. Da muss man extra in eine andere Bar. Das ist ein bisschen nervig und aufwendig, wenn man mal kurz einfach eine Cola-Dose kaufen möchte und kein Cocktail. Dann läuft man da mit diesem Plastikbecher rum, weil da stehen lassen tut man ihn dann doch nicht. Das andere ist, die Sicherheitsmaßnahmen sind ein bisschen seltsam, würde ich sagen. Einige sehr durchlässig, einige sehr streng, nicht unbedingt nachzuvollziehen. Und was auch noch ein bisschen negativ auffällt, die Drinks sind nicht allzu stark. Also auf einen kleinen 0,3 Becher kommen 0,2 Liter, sondern 20 Milliliter Alkohol und der Rest ist dann Mixgetränk oder Eis. Wenn ihr von hier, vom Episode Festival in die Stadt kommen wollt, könnt ihr euch einfach ein Taxi nehmen. Hier stehen überall Taxis rum. Fahr nach Taximeter, kostet im Regel zwischen 100, 150, 200, je nachdem, wo ihr gerade im Zentrum von Fukox seid. Funktioniert gut mit Taximeter oder vorher Preis aushandeln, damit es nicht zu doofen Überraschungen kommt. Das Festivalgelände übrigens bei Tag aus. Nicht allzu viel los, die Leute liegen am Strand. Hier ist Martina mit Sonnenbrille. Wieder mal den Security-Check bestanden, wieder mal haben wir nicht geguckt. Genau, ich wurde jetzt von einer Frau kontrolliert. Sie hatte Angst, mich anzufassen. Das ging jetzt relativ leicht. Das ist die Getränkekarte mit Preisen. So ein Gin Tonic kostet 3 Token. Auf dem Glas ist ein Token dran. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen können, wie das Festival war. Wir wollten jetzt noch ein kurzes Fazit abgeben, wie es uns gefallen hat. Ich mach mal Ladies first. Hier, Martina. Ja, mein Fazit vom Episode ist, also prinzipiell geile Location, mal was ganz anderes. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Also, wir hatten jetzt ein 3-Tages-Ticket. Wir dachten vorher, wir können einfach unsere 3 Tage über den Festivalzeitraum splitten, dem war allerdings nicht so. Da wir an Silvester gegangen sind, mussten wir also am 1.1. auch gleich wieder gehen und da war halt einfach nichts los, also so richtig tote Hose. Es war die kleine Nebenbühne, wurde bespielt, da waren ein paar Leute da und ansonsten nichts. Auf der Hauptbühne war gar nichts los. Das war einfach schade, weil das war ein verlorener Tag, hätten wir das vorher gewusst, ich weiß nicht, dann wären wir vor Silvester 3 Tage gegangen. Also das hätte man auf jeden Fall irgendwie anders realisieren können. Der Vibe, Festival-Vibe ist bei mir nicht so komplett angekommen. Nachmittags war es sehr wenig los. Es waren Leute da, die so ein bisschen am Strand gelegen sind, ein bisschen alternativ meditiert und Yoga gemacht haben. Teilweise wurde dann nachmittags noch nicht mal Musik gespielt. Das war schade, weil so ein volles Gelände, das hätte man auch tagsüber ein bisschen stärker nutzen können. Ja, und an den Abenden, es hat sich sehr stark auf die Bühnen konzentriert und am restlichen Gelände war wieder nichts los. Das heißt, vor den Bühnen war
extremes Gedränge und das restliche Gelände war irgendwie leer und die Leute sind nur ein bisschen rumgesessen. Fand ich auch schade, also sie haben es nicht geschafft, so ins ganze Gelände Stimmung reinzubringen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es hätte ein bisschen besser laufen können. Prinzipiell cool, aber hätten wir jetzt die Karten nicht schon im Vorverkauf gekauft, wäre es mir ein bisschen, also fände ich das so Schlussverkauf, wäre es mir ein bisschen zu teuer gewesen für das, was dann tatsächlich los war. Mein Fazit fällt ähnlich aus. Also es war ein tolles Festival, die Musik war gut, es waren gute DJs dort, also nicht zu kommerz. Was allerdings ein bisschen störend war, was Martina auch schon meinte, dass sich das Festival nicht wirklich so selbst getragen hat. Es war keine Eigendynamik da, dass da wirklich Stimmung war, sondern es war irgendwie, wenn ein guter DJ war, war gute Stimmung. Ansonsten haben sich die Menschen sehr verteilt oder man hat gar keinen gefunden. Ein paar lagen am Strand und ich weiß nicht. Also ich glaube, das Programm hätte besser geplant werden können, dass bessere Stimmung über den ganzen Tag verteilt gewesen wäre. Aber ansonsten kann ich auf jeden Fall sagen, schönes Festival, richtig coole Location unter Palmen am Strand in Flipflops. Sag ich mal, ins Neujahr reinzufeiern, ist natürlich richtig geil und hat auch richtig Spaß gemacht. Und die Getränkepreise fand ich auch in Ordnung. Hätten ein bisschen stärker sein können, die Drinks, aber ansonsten war das definitiv, drei coole Tage. Spannendes Festival. Tschüssi!